Jo, willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Warte mal eben. Sieht gut aus. So, wir machen weiter. Und wir haben ja beim letzten Mal gesagt, wir wollen die Hauptaufgabe machen. Zumindest wollen wir es probieren. Das heißt, wir wollen Evelyn Parker finden, die uns den Auftrag über Dex gegeben hat, den Relic zu finden. Oh Mann. Na, die Nebenaufgaben haben es in sich. Ich bin positiv überrascht. Okay. Telefon. Hier haben wir noch eine Nachricht drin. Au. Mitsutani Zio. Mitsutani Zio. Auch voll teuer. Eieiei. Gut, wir rufen Judy an. Wie? Bist du das? Scheiße, ich dachte, du wärst tot. Bist nicht die Einzige, die mich für tot hielt. Ich habe auch gedacht, dass es das für mich war. Ist nicht gut gelaufen, hm? Nicht ganz nach Plan. Du hast also davon gehört? Hast wohl mit Evelyn geredet? Musste ich nicht. Die ganze Stadt weiß davon. Hör zu, ich muss Evelyn finden. Eigentlich will ich nicht über sie reden. Weißt du, wo sie ist? Was habe ich gerade gesagt? Lass es. Ich werde mich nicht wiederholen. Können wir uns treffen? Bitte? Bist du im Lizzie's? Triff dich mit Judy, okay. Also wir könnten uns halt das Auto hier auch kaufen. Das ist aber halt auch ziemlich teuer. Wie sieht das von hinten aus? Zeig nochmal. Das ist halt echt schwierig, ne? Ups. Ups, Entschuldigung. Haftbefehl erlassen, also übertreib mal nicht, bitte. Also Night City hat auf jeden Fall eine sehr schöne Infrastruktur. Man kommt sehr schnell von A nach B. Das Lizzie's, lange ist es her. Geschlossen. Hey, hab ich dich hier nicht schon mal gesehen? Gesichter kann ich mir gut merken.
Geschlossen. Tut mir leid. Ich suche Evelyn Parker. Weißt du, wo sie gerade ist? Kam früher mal her. Hab sie aber eine Weile nicht gesehen. Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Aber mach hier keinen Ärger. Hast du mich verstanden? Ja, ja, ist ja eh ein sicherer Bereich. Schön langsam, Kleine. Was sollen wir für dich tun? Ihn verprügeln. Und wenn das nichts bringt, ich weiß nicht. Versucht's mit Waffen. Ich will nur mein Zimmer zurück. Dein Zuhälter hat dich rausgeworfen? Er meinte, ich mach nur Verluste. Dann sagte er, schönes Leben noch. Und das war's. Aber ich muss doch heute irgendwo schlafen. Hast ja noch deinen Körper, oder? Mach was draus. Das mache ich doch. Aber jeder Annie geht für Upgrades drauf. Also habe ich mir einen Truppenchip besorgt. Nee, nee. Das will ich mir gar nicht mit anhören. Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu sehen. Muss gut sein. Ist eine Freundin von Judy. Oh, leichte Nackenprobleme, die Frau. Hast du denn was Polizei gebraucht? Ja. Boah, ist das lange her, dass wir hier waren, ha? Huh? Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Mach ich gar nicht. Muss unser Ruf sein. Wer Hilfe braucht, kommt halt her. Soweit ich weiß, leiten wir kein Heim für Obdachlose. Wenn du so mit Streunern hast, kümmere dich doch um deinen Gast. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Das ist die Leiterin vom Lizzie's, Susie Q. Du lässt einfach nicht locker, oder? Worum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Das ist wahr. Susie scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen, es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Ich muss wissen, für wen sie gearbeitet hat. Mehr nicht? Mehr nicht. Judy, mach dir keine Sorgen. Ich krümme ihr kein Haar. Warum sollte ich? Okay. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch. Da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Megatower? Wie dekadent. Das war's, Judy. Hast du noch was? Weiß ich nicht. Du meinst, sie ist dorthin zurück? Sie meinte, dort sei es sicherer als hier. Weiß Gott warum. Clouds? Was ist das? Ein Puppenhaus. Kommt mir bekannt vor. Mit maßgeschneiderten Puppen für alle möglichen Fetische, oder? Unterbewusstsein des Kunden ist das Drehbuch. Puppe spielt die Hauptrolle. Erinnert sich danach aber an nichts. Wenigstens etwas. Warte, du meinst, sie ist eine Puppe? Hat eine ganze Weile auf den Verhaltenschip gespart. F war gut. Sehr gut. Wochen im Voraus mit Stammkunden ausgebucht. Allerdings hält niemand so einen Job lange durch. Deshalb der Überfall. Verstehe. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Danke. Ich guck mir den Laden mal an. Okay, sie war also ein, Sextoy. Quasi. Das heißt, Yorinobu Arasaka hat sie schlichtweg gebucht. Sie war einfach nur... Ja? Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay?
Ich rufe dich an, okay? Danke. Danke, V. Also, Yorinobu hat sie einfach nur gebucht. Das waren gar keine... Eine Puppe. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm in dem verblassenden Verstand. Dich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Cloud. Warum auch nicht? Sie haben die Lautstärke von ihm ganz schlecht abgemischt. Aber trotzdem geil. Also, Silverhand ist Game Changer. Er schreit mit Judy. Worum ging's da? Was geht dich das bitte an? Willst du mir auch eine Predigt über Verantwortung für andere geben? Geh lieber, dein hohes Ross wartet. Ich bin nur neugierig. Neugier bringt dir absolut gar nichts, wenn du nicht die passenden Fäuste und Eier mitbringst. Sehr nett. Weißt du, was mit Evelyn Parker passiert ist? Warum fragst du mich? Du hast doch Judy schon gelöchert. Ja, aber... Du bist hier der Boss. Könntest mehr als sie wissen. Evelyn hat die Mox vor einer ganzen Weile verlassen. Und wer keine Mox mehr ist, ist auch nicht mehr mein Problem. Ja. Der Club läuft doch bestimmt gut, oder? Kostet auch eine Scheißsumme. Wieso? Willst du investieren? Nein, ich bewundere nur deine Arbeit. Wir haben den Laden vor Ewigkeiten übernommen. Frag mich jeden Tag, wie er immer noch steht. Uns geht's gut. Mehr sag ich nicht. Hab gehört, ihr helft draußen manchmal Mädchen. Das ist lange her. Und wie alles, was lange her ist, war es ziemlich blutig. Wie war das? Irgendein Aufstand? Ein Mädchen ermordet von einem Tiger Claw? Nicht die erste, aber die hat's ins Rollen gebracht. Die Leute hatten genug. Die Straßen waren voll mit geballten Fäusten. Mädchen, Zuhälter, Ausgestoßene... Eine richtige Freakshow. So fingen die Mox damals an. Ist aber lange her. Das hier ist ein Geschäft, keine Heilsarmee. Ich kann nicht jeder helfen. Muss mich um meine eigenen Mädchen kümmern. Die Mox gehen vor. Okay. Evelyn. Gib's zu, hier geht's um Judys Wirtus, oder? Geiler Scheiß, find sogar ich. Keiner kann Judy das Wasser reichen. Schleift Virtus wie Diamanten. Gut gesagt. Okay, wir geben dich zum Megagebäude H8. Das ist jetzt Cloud. Das habe ich jetzt noch nicht richtig verstanden, was Cloud damit zu tun hat. Und der Parkplatz ist auf jeden Fall buggy. Okay. Oh, das da ist H8, ja. H8, tatsächlich. Okay. 08. Und hier soll Evelyn sein? Hab gehört, du hast gestern 50% Rabatt auf alles angeboten. Und doppelt so viel verkauft wie sonst. Mit dir habe ich keinen Streit. Das macht also plus minus null?
Ja, aber Waren waren Müll. Hätte ich sonst wegschmeißen müssen. Der rasiert mich in Scheiß. Das scheiß Spiel stresst mich mehr als mein scheiß Teil. Und du hast den Teil geklaut. Sein Singlet-Job. Waren verkaufen. Oh je. Na gut. So wie ich das sehe, wirst du hier entweder flachgelegt oder umgelegt. Worauf wetten wir? Clouds. Hallo und willkommen bei den N54 News. Wir beginnen mit Beunruhigung. Was ist mir diesmal entgangen? Sag schon. Die Braindance-Puppe verbirgt was. Kein Zufall, dass wir schon zwei Tiger Claws gesehen haben. Das Haus gehört sicher denen. Arasaka und die Tiger Claws stecken unter einer Decke. Interessant. Jeder Konzern hat Dreck am Stecken, aber die Straße hat eigene Gesetze. Die sind Abschaum. Gangs machen die Drecksarbeit, damit kein Anzug schmutzig wird. Überrascht dich das? Nein. Ich meine, wenn Evelyn verschwinden will, besonders vor Arasaka, braucht sie was Besseres. Die ganze Scheißsituation stinkt gewaltig, wenn du mich fragst. Da hat aber jemand gute Laune. Man wird schließlich nicht jeden Tag von einer Halbhirntoten auf eine Nuttenjagd in den Puff mitgeschleift. Also ich hab richtig Spaß. Habt ihr das im Hintergrund gesehen? Das war wegen unserem Angriff auf den Militech-Konvoi. Glaubst du, Judy hat gelogen? Warum? Nenn es einfach Intuition, wie. Schon mal davon gehört? Ah, verstehe. Hast also keine Ahnung. Sag das doch gleich. Lass doch Johnny in Ruhe. Der gibt doch nur sein Bestes. Jedes Loch fixen. Ist das ein Seitensprung? Nee. Und warum ist das was anderes als ein Fickloch im Puppenhaus? Weil das Loch da Fleisch und nicht Latex ist. Ist doch logisch, oder? Fleisch, genau. Das denkt nicht, fühlt nicht, ist einfach nur ein Loch zum Ficken. Könnte genauso gut Latex sein. Ist bloß eleganteres Fixen. Das ist es. Krass! Mann, du hast voll recht, ey. Dialoge at its best. Also jetzt sind wir im H8 drinnen. Ja, in der Mitte geht der immer, oben ist der Licht und rundum wohnen die alle. Genau in so einem Megablock wohnen wir ja auch. Oh, da ist das Clouds. Das Clouds ist also ein Puppengeschäft im H8. Ich hab verstanden. Genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Dir ist klar, dass Direct Links nicht sicher sind, oder? Die Malware könnte direkt in meinen Kern vordringen. Und ich sitze dann auf den Ripper-Kosten. Wir brauchen Ihre Kerndaten, um Ihre Puppe zu finden. Also einen biometrischen Scan? Genau. Falls etwas schief geht, können Sie Beschwerde einreichen. Aber das ist noch nie passiert. Okay. Ich suche eine Evelyn Parker. Arbeitet sie hier? Einen Moment bitte. Evelyn ist momentan nicht verfügbar. Ich muss sie sehen. Es ist wichtig. Der Algorithmus ist unfehlbar. Glauben Sie mir, es wird die beste Puppe für Sie auswählen. Unsere Puppen können ihre Haar- und Augenfarbe ganz ihren Wünschen anpassen. Ich will nur mit ihr reden, mehr nicht. Bitte sorgen Sie sich nicht. Ihre Puppe redet mit Ihnen über was auch immer Sie wollen. Verlinken Sie sich bitte. Oh, sorry, hat sie endlich was Nützliches gesagt?
Scheiß aufs Menü. Lassen wir die Kellnerin sitzen und bringen unsere Sonderbestellung direkt zum Chefkoch. Soll heißen? Geh als Kundin rein und halt dich bedeckt. Die wollen nicht, dass wir ihnen in die Karten gucken? Dann spielen wir eben unser eigenes Spiel. Du bist gut, Johnny. Woher wollt ihr wissen, wonach ich suche? Das Cloud weiß alles. Ihr tiefstes Bedürfnis. Wir finden es. Ihre Wünsche werden erfüllt. Und vielleicht geschieht noch mehr. Das Wort weniger kennen wir nicht. Okay, wie funktioniert das? Ein Algorithmus steuert die Motorik der Puppe. Er nimmt ihre Profildaten und verwandelt sie in Echtzeiterlebnisse. Erinnerungsdämpfer auf dem Verhaltenstipp der Puppe verhindern, dass sie sich später erinnert. Es bleibt also keine Spur der Sitzung zurück? Ich könnte ja sagen, aber wo bliebe dann das Mysteriöse und die Spannung? Sobald sie da drin sind, bestimmen sie, was passiert. Du sagst zwar, dass es nicht gefährlich ist, aber ein Risiko besteht trotzdem. So kann man es ausdrücken. Aber eines ist sicher, sie erleben nie, was sie erwartet hätten. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Ja, es ist sehr interessant. Also, Evelyn war... Krass. Okay, dann mal los. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Falls Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Wie lautet Ihr Safe Word? Samurai. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatible Puppen sehen. Zwei Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit klar. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Ich nehme lieber Sky. Eine ausgezeichnete Wahl. Jetzt zur Bezahlung. Und dann führt das Cloud sie in den Himmel. Hier, bitte. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Sky erwarteten Sie in Kabine 9. Verbindung bitte trennen. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Waffen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. Dankeschön. Oh, für dich machen nur zwei die Beine breit? Es gibt keinen Grund, schöne Waffen zu tragen. Fick dich ins Knie, Johnny. Arschloch. Danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Da muss ich Johnny ausnahmsweise mal recht geben. Was soll das? Ich bin jede scheiß Woche hier.
hier? Meine Zugangsberechtigung für den VIP-Bereich. Doch, die hab ich! Nein, haben Sie nicht. Wir können gern mit dem Manager sprechen. Nein, Alter! Ich spreche jetzt lieber hier mit dir! Weißt du überhaupt, wer ich bin? Das ist ein Problem. Dieser Idiot hier kapiert nicht, dass ich da rein darf! Ist das was Besonderes hier? 7a, BD, BD, 55. Dafür wurde Ihre VIP-Mitgliedschaft entzogen. Wie bitte? Wie war das? Bitte beruhigen Sie sich. Sonst müssen wir Sie hinausbegleiten. Die Toiletten sind aber broken. Einfach mal drüber geschrieben, auch nicht schlecht. Oh, die Männertoilette. Sorry. Shit. Ist das Stärke? Scheiße. Scheiße. VIP-Lounge. So kommen wir nach oben. Okay. Ich habe diese Zugangspunkte grundsätzlich immer noch nicht verstanden. Das ist wirklich einfach nur dafür da, um Sachen zu bekommen. Okay, so kommen wir zur VIP-Lounge hoch. Ist die Frage, mache ich das vorher oder nachher? Ich meine, die Hauptaufgabe ist ja aktuell, zur Kabine zu gehen. War es gerade eine VIP-Karte? Also wir gehen erstmal in Kabine 9. Du musst echt eine Perverse sein. Ohne einen gewissen Hirnparasit hätte ich sicher mehr Auswahl. Echt mal ein Keanu. Steht wie für Valerie? Wie, nur wie. Meinen echten Namen dürfen nur Leute sagen, die ich gut kenne. Okay. Wie? Das könnte interessant werden. Okay, wie? Du stirbst also. Mega direkt das Safe-Wort zücken. Woher weißt du, dass ich sterbe? Tief in deinem Innern fürchtest du es. Versteckst dich vor der Furcht. Und wenn schon, was kümmert's dich? Von all den Stimmen in deinem Kopf schreit die lauteste nach Hilfe. Sieh dich um. All das kommt aus dir. Da ist was in diesen Spiegeln. Weit weg. Es ist eine Projektion.
Deine innere Natur. Genau, was ich gebraucht habe. Therapie mit einer Robo-Nutte. Es ist nicht meine Absicht, dich zu analysieren. Sowas tue ich nicht. Ich bin hier, um dein tiefstes und geheimstes Bedürfnis zu erfüllen. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hat hier mal gearbeitet. Weißt du, wo sie ist? Du willst antworten. So viel ist klar. Nur nicht die, die du zu brauchen glaubst. Ich habe dir eine einfache Frage gestellt. Evelyn Parker? Sie ist nicht das Wichtigste, nach dem du suchst, oder? Ich rieche deine Angst. Du fürchtest dich vor etwas anderem. Antworte einfach. Sag mir, wo Evelyn ist. Ich habe keine Zeit zum Philosophieren. Warum sagt mir die Managerin, dass sie hier nicht mehr arbeitet? Wann war sie zuletzt hier? Weißt du irgendwas? Evelyn hatte ihre eigene Geschichte, ehe sie mit deiner kollidierte. Aber ich weiß, du wirst sie finden. Du kriegst immer deinen Willen. Sprichst du nur in Rätseln, oder was? Ich kann dir nicht helfen, wenn du keine Hilfe willst. Und was jetzt? Meditation? Sowas in der Art. Du wirst sehen. Alter, ihre Augen sind mega creepy. Du meinst, du kennst mich? Okay, dann sag mir, wovor ich solche Angst habe. Es ist etwas, über das du nicht sprichst. Jeder hat Geheimnisse. Und meine habe ich aus gutem Grund. Sag es. Sprich es aus. Nicht für mich, sondern für dich. Bin einmal draufgegangen. Und jetzt sterbe ich wieder. Keine Ahnung, wie ich es aufhalten soll. Zufrieden? Du hast Angst, weil du deine Träume aufgegeben hast. Was ist daraus geworden, die Beste in Night City zu werden? Vor kurzem wollte ich das wirklich noch. Aber dann ist alles schiefgelaufen. Hab wohl in meiner Fantasie gelebt. Ich wollte nur, dass die Welt weiß, dass ich hier war. Dass ich was bedeutete. Statt deines Traums durchlebst du einen Albtraum. Du hast Angst, ausgelöscht zu werden. Als hättest du nie existiert. Oder ist es nur die Angst, jemand anderes zu werden? Anders als jetzt. Tod ist tot. Wenn du drauf gehst, heißt es Game Over. Das kannst du nicht mit Sicherheit sagen. Selbst wenn du es schon erlebt hast. Glaub mir, ich war da. Und es ist scheiß langweilig. Aber seitdem trauerst du um das, was war. Und was sein wird. Ist Vergangenheit. Bin drüber hinweg. Du verleugnest es nur. Siehst du das nicht? Würde es denn was ändern, wenn ich's nicht täte? Und was jetzt? Jetzt findest du heraus, was du zu tun hast. Und das wäre? Sagst du es mir? Du bist in deinem Leben nie vor etwas weggelaufen. Nicht einmal, wenn du es hättest tun sollen. Du durchstreifst Night City und weißt, dass dich jederzeit eine Kugel erwischen könnte. Aber das hat dich nie davon abgehalten, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und das wird es auch jetzt nicht. Samurai. Was ist los? Das blöde Ding hat mich rausgeworfen. Ich muss mit dir reden. Reden? Du hast die Notbremse gezogen und mich rausgeholt zum Reden? Was ist los? Habe ich was falsch gemacht? Mir geht in letzter Zeit viel im Kopf rum. Aber das war anders. Was Neues. So ist es eben hier im Clouds. Ich verstehe, warum die Leute herkommen. Aber ich bin wegen was anderem hier. Evelyn Parker, was weißt du über sie? Nicht viel. Jeder hier hat seine eigene Kabine, eigene Probleme, ist in einer eigenen kleinen Blase. Es ist ein zerbrechliches System. Leute wie du spazieren hier rein, wollen es zerstören. Vergiss es.
Du musst mir helfen. Bitte. Ich bin keine Bedrohung und sie steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Ich will nur, dass es ihr gut geht. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, dieser Job ist nicht gerade der sicherste auf der Welt. Einen Tag bist du drin, am nächsten weg vom Fenster. Ist hier in letzter Zeit was Ungewöhnliches passiert? Okay. Hab gehört, ein Kunde hat sie schlecht behandelt. Mehr weiß ich nicht. So Zeug passiert hier dauernd. Öfter als irgendwer hier es zugeben würde. Du solltest mit Tom reden. Die beiden waren unzertrennlich. Immer am Tuscheln. Ein Kunde hat sie angegriffen? Ich glaube schon, ja. Ist echt aus dem Ruder gelaufen. Sicherheitsleute sind reingestürmt. Danach war's ruhig. Hier kommt man nicht her, um Fragen zu stellen. Du hörst nichts, siehst nichts und hältst den Kopf unten. Wo ist das passiert? In ihrer Kabine. Ich sagte doch, es war ein Kunde. Willst du nur so dastehen oder sagst du mir auch die Nummer? Die 11. Ist die Kabine gerade besetzt? Nein. Ich glaube, die ist seitdem außer Betrieb. Ich muss irgendwie in die Kabine kommen. Ach ja? Und dann was? Geht dich nichts an. Kannst du sie öffnen oder nicht? Sicher. Aber lass mich bloß in Ruhe. Rede mit Tom. Wer ist Tom? Eine Puppe, wie wir alle. Was dachtest du denn? Ein Expediestar? Wo finde ich ihn? VIP-Bereich, Kabine 2, glaube ich. Danke. Siehst du, warst ja doch ganz brauchbar. Du musst das hier nicht tun. Oh Mann, okay, also die sind sozusagen selber auch offline währenddessen, verstehe ich das richtig? Hey, wo soll denn hier 11 sein? 10, 11. Menge viel. NCBD Holoview. Was meinst du? Cyberpsychose? Klingt verrückt, aber vielleicht wurde sie aus der Ferne gehackt. Netrunner? Seltsam. Aber okay, interessant. NCPD war also auch hier. Zugriff gewährt. Ah, verstehe. Natürlich bin ich dabei. Was ich beitrage? Ja, ich habe dieses Motorrad. Ich weiß wo. Was willst du heute? Hast du wirklich, die erinnern sich an nichts? Das ist doch der Sinn der Sache. Sie erinnern sich an rein gar nichts. Warum fangen Sie dann jedes Mal ein Gespräch wieder da an, wo Sie letztes Mal aufgehört haben? Das speichern die Puppenchips. Das sind doch ihre Rollen drauf.
Moment, nochmal von vorn. Du redest mit ihnen? Ernsthaft? Oh shit, das haben wir ja auch gemacht. Das Tag, wo... Überall das Gleiche. Okay, also von diesen VIP gibt es sogar nur weniger. Warum hatte denn keine VIP, der gute Jakubo, sondern nur eine normale? Hoffe, er macht's kurz und schmerzlos. Zwei hirngewaschene Sexzombies an einem Tag? Das ist selbst mir zu viel. Ach, Johnny. Fuck, 5, 5, ich bin so doof, Entschuldigung. Okay, dann eben nicht. Okay. Gelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Infos über dich. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich tun soll. Entspann dich. Du brauchst keine Infos oder Details. Ich bin keine Kundin. Ich will nur reden. Mit dir. Nicht mit einer Puppe. Tom, richtig? Aha. Ich muss Evelyn Parker sprechen. Es ist wichtig. Nicht nur du. Hab schon so oft versucht, sie zu erreichen. Ohne Erfolg. Du meinst, sie ist nicht hier? Sie hatte einen Unfall. Musste in eine Spezialklinik in Osaka oder Oslo? Glaube Oslo. Für ein neues Gesicht. Welche Stadt? Osaka oder Oslo? Oslo. Ja, definitiv Oslo. Der Unfall hatte was mit einem Kunden zu tun, oder? Ich fand Blut in ihrer Kabine. Naja, solches Zeug passiert hier manchmal, weißt du? Und das finden alle okay? Wir kriegen neue Implantate, Erholungszeit und manchmal sogar eine Auszahlung. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, schon komisch, dass sie so weit weg musste. Hat sie dir selbst gesagt, wohin sie will? Nein, ist nur nicht zur Arbeit erschienen. Ging auch nicht ans Telefon, also habe ich Woodman gefragt. Er hat gesagt, sie ist weggegangen. Ich weiß wo. Wo finde ich diesen Woodman? Hat wahrscheinlich im Hinterzimmer die Füße hochgelegt. Aber da dürfen Kunden nicht rein. Woodman, wer ist das? Mr. Forrest. Aber jeder nennt ihn Woodman. Keine Ahnung warum. Okay, also Mr. Forrest. Was macht er so? Er ist sowas wie ein Hausmeister. Findet neue Leute... Kümmert sich um Probleme. Okay. Danke. Ob dieser Woodman endlich etwas Licht in diese verfickte Situation bringt, hoffen wir es. Die schädelschwemmenden Puppen, die sollten die mal ersetzen. Okay. Ja, bin bereit. Motorrad, nicht Motor. Wir hatten Motor. Okay. Wir sind drin. Das ist ein Tiger Claw.
Okay, tschüss Tiger Claw. Gucken wir mal schnell in den Rechner rein. Joes, Jennifer, Briggs, Thomas, Angriff auf den Club. Am Dienstag um ca. 1:50 griff ein Netrunner Kabine 11 an. Spanner. Beobachten ihre Puppen genau. Wissen, was in diesen Kabinen abgeht. Dann sammeln sie die Daten aus den Verhaltenschips. Eigentlich keine große Überraschung. Hatte das schon geahnt. Frag mich nur, ob sie die Daten selbst benutzen oder verkaufen. Und wer sie kaufen würde. Der Angriff löste bei ihm einen schweren Schockzustand und psychomatische Symptome aus. Es stellte sich heraus, dass der Netrunner-Angriff einen psychotischen Anfall seitens der Puppe zur Folge hatte. In Erwartung einer verheerenden Angriffs auf die Clouds wurden alle Sicherheitsangestellten des Clubs um 2.06 Uhr einbestellt und 10 Minuten später wurde Verstärkung von den Tiger Claws eingefordert. Glücklicherweise war Kabine 11 jedoch das einzige Ziel. Mr. Briggs wurde erst versorgt und in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Zum jetzigen Zeitpunkt Freitag ist die Puppe noch nicht wieder einsetzbar. Kabine 11. Ich benötige Zutritt zu Kabine 11 sowie Zugriff auf alle Aufnahmen des letzten Monats da drin. Wehe, ihr behindert Detective Lamb bei ihrer verdammten Arbeit. Wenn sie die Aufnahmen will, dann rückt sie gefälligst raus. Aber ohne mein Okay geht keiner in Kabine 11, kapiert? Ich habe das Sicherheitssystem eigentlich deaktiviert. Geendeter Vorfall. Tumult im VIP-Bereich. Gesamte derzeit Security im Notfall gerufen, Tiger Claws als Verstärkung gerufen, Handgreiflichkeiten zwischen zwei Kunden, beide hast du Gebäude geleitet, Puppe hat Security gerufen, wurde von Kunden bedroht, Probleme mit Bezahlung, Freund hat für Kunden bezahlt, Kunde wollte Gebäude nicht verlassen, wurde aus dem Gebäude geleitet. Kunde in Kabine bewusst wieder belebt. Gruppe aus drei Kunden wollte Club nicht verlassen. Irgendwas Schiss. Da, siehst du? Um 2 Uhr nachts haben sie ihre ganze Security in den Club gerufen. Und die Tiger Claws als Verstärkung obendrauf. Ah, verstehe. Natürlich bin ich dabei. Hey, Kunden haben hier nichts zu suchen. Hi. Und mach die Tür beim Rausgehen hinter dir zu. Wie du siehst, bin ich beschäftigt. Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hier arbeitet keiner, die so heißt. Aber früher mal. Was ist mit ihr passiert? Hat wahrscheinlich gemacht, was alle Puppen wollen. Einen Gönner fürs Leben gefunden. Kannst was Besseres kriegen. Versuch's mit Roxy in Kabine 2. Gleicher knackiger Arsch. Verhaltenschip macht den Rest. Wirst keinen Unterschied merken. Siehst mir wie ein vernünftiger Typ aus. Wir können uns bestimmt einigen. Und du siehst mir wie eine Psychotante aus, die noch nie von wem verlassen wurde. Aber mach schon. Red weiter. Ihr wurdet kürzlich von einem Runner angegriffen. Ich kann dafür sorgen, dass das nicht wieder passiert. Ach ja? Dann lass mal hören. Nicht für umsonst. Du willst im Netz sicher sein? Hilf mir erstmal, Evelyn zu finden. Anders läuft das hier nicht. Verstanden? Okay. Ich sag dir, was du wissen willst. Das Mädchen. Parker? Ist nicht hier. Ach, was du nicht sagst. Ich will wissen, wo sie ist. Du glaubst, du weißt, wie hier die Dinge laufen. Aber hast keinen Schimmer. Die Puppen hier bedienen die Kunden nicht einfach aus purer Herzensgüte. Sie arbeiten. Sie sollen nur Profit machen. Hat Evelyn nichts mehr eingebracht?
So ist es. Lief nicht gut für sie. Hab gesehen, was sie mit dem Kunden gemacht hat. Hatte jemand seine Finger im Spiel? Wer oder was auch immer ihre Schaltkreise frittiert hat, kam von außerhalb unseres Subnets. Wir konnten mit ihrem Deck umgehen. Ihr Chip war völlig hin. Glaub mir, wir wollten ihn reparieren. Aber es ging nicht. Ist das normal? Solche Unfälle? Hattest du jemals Tag, die nie kaputt ging? Dachte ich mir. Die Verhaltenschips teilen dich in zwei Hälften. Manche verlieren dabei einfach den Verstand. Und wenn das passiert, stehen Dutzende Schlange, um sie zu ersetzen. Ist das deine Vorstellung von Klartext? Was ist mit Evelyn? Hab sie auf Befehl von oben recycelt. Du hast sie umgebracht? Nein, ich habe einen Ripper-Doc gefunden, der sie sich ansehen wollte. Er meinte, er wüsste da was. Wie ich weiß, dass du uns helfen willst, aber mir ist es lieber, wenn du uns einfach in Ruhe lässt, sonst geht das nicht gut aus. Leb wohl, Vi, und bitte halte Abstand von uns. Du hast schon genug getan. Du wurdest blockiert. Du hast sie zu einem Ripper-Doc gebracht, statt dem Befehl zu folgen? Hätte nicht gedacht, dass du Eier hast. Scheiße, Mann, das ist doch kein Schlachthaus hier. Wir recyceln nur, wenn's unbedingt sein muss. Und rufen die Familie an, wenn's eine gibt. Meinst du, da draußen gibt's viele Daddys, die einer hirntoten Schlampe am Rande zur Cyberpsychose die Windeln wechseln wollen? Eher nicht. Sie auf die Straße werfen geht auch nicht. Damit mache ich uns nur den Ruf kaputt. Naja, alles ist besser, als sich eine Kugel einzufangen. Genau das sagen unsere Puppen auch immer. Langsam gefällst du mir. Suchst du vielleicht Arbeit? Nein. Du hast deine eigenen Eddies in die arme, unrentable Evelyn investiert. Ja, klar. Hast mich erwischt. Der Ripper hat mich bezahlt. Für eine kaputte Puppe? Leute haben eben komische Ticks. Glaub mir, ich kenne den Schlag. Bin lang genug im Geschäft. Aber Fingers ist so richtig schräg. Hat jeden Fetisch, von dem du je gehört hast. Und mehr. Bin sicher, er hat dir eine hübsche Nische gefunden. Der Ripper Doc. Name und Adresse. Ich kenne den Nachnamen nicht. Verarsch mich jetzt nicht. Tu ich nicht. Er nennt sich Fingers. Die Klinik ist in irgendeiner Gasse nahe Jig-Jig Street. Wenn du Evelyn willst, such dort. Und jetzt kommst du. Wie schützen wir uns besser vor Hex? Du brauchst Isoliersoftware für den Chip und musst Rezeptorschichten aus dem Cloud-Subnet implantieren. Dabei werden sämtliche Kernmodifikationsversuche erfasst und blockiert. Oh, kannst du das auch verständlicher ausdrücken? Du brauchst Smart Eye, die neueste Version. Smart Eye, alles klar. Und lass dich hier nie wieder blicken. Nimm auf dem Weg raus den Lift. Je schneller ich dich los bin, desto besser. Doc Fingers in Jig-Jig Street. Klingt wie ein feuchter Schuljungentraum. Danke, Johnny. So machst du mir das alles deutlich erträglicher. Okay, dass Evelyn so eine Puppe ist. Ich habe mich also so schon gewundert mit Yurunobu, was das Ganze sollte. Aber dass sie eine Puppe ist, hätte ich auch nicht gedacht. Das ist dann doch nochmal anders, als ich dachte. Nächste Mal nach dem Wolken im Cloud sehen. Zögern Sie nicht. Okay, wie funktioniert das? Ein Algorithmus steuert die Motorik der... Du... Das hatten wir alles schon, ne? Okay. Na gut, danke schön. Tschüss. Oh je.
hat echt was, dieser Ort. Auf eine schmierige, abstoßende Art. Hast deine Meinung zu Puppenhäusern wohl nicht geändert? Oh, das habe ich. Früher hätte ich sowas nicht mal mit der Kneifzange angefasst. Heute würde ich am liebsten alles eigenhändig kurz und klein schlagen. Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Wenn ich hell sehen könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Punkt für dich, Johnny. Du bist echt in Ordnung. Und ich glaube, du hattest deine Gründe. Wir gehen immer mehr kaputt, kann das sein? Ich glaube schon. Hey, wie? Alles okay? Hallo und willkommen. Wir beginnen mit beunruhigenden Berichten aus den Badlands. Naja. Ein humanitärer Militech-Konvoi. Das haben wir gerade schon gehört. Gut geht's mir nicht, aber danke. Sieh mal. Hey, sieh mal. Siehst du das? Diese Drecksfotzen. Also, bereit. Was immer du sagen willst, sag's. Ist doch was am Code, das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst, damit ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du warst immer ein Konzernzahnrad. Ersetzbar. Als Sarka dich gefeuert und dir dein Chrom genommen hat, konntest du höchstens für ein paar Annie-Scavs jagen. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich sehe Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Ich habe echt Angst davor, deine Erinnerungen irgendwann für meine zu halten. Scheiße. Wenn das in beide Richtungen geht, werde ich damit leben müssen, dass mich der große Dexter Deshawn gefickt hat. Merken? Oder wird es eher so, dass ich mich frage, wovor ich eigentlich Angst hatte? Du verlierst dich selbst. Mehr weiß ich nicht. Das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann. Yorinobu. Wie lebt es sich so in meiner Haut? Naja, das meiste ist entweder zu groß oder zu klein. Und deine Hormone sind ein Albtraum. Außerdem nervt die Verzögerung zwischen Sehen und Fühlen. Wenn du von der Pizza abbeißt, merke ich erst nach Ewigkeiten, dass du dich verbrannt hast. Und ich habe früher keine 5 Minuten ohne Zigarette überlebt. Ich brauche echt Nikotin. Glaube, ich gewöhne mich langsam dran. Aber toll ist anders. Ja, dann lass doch einfach für immer zusammenbleiben und nicht du mich überspeichern. Sag mir doch einfach, was du willst. Was du wirklich willst. Hilf mir einfach, meine Rechnung mit Arasaka zu begleichen. Das ist alles. Klares Ziel wie ich. Du hast keine Ahnung, was du willst. Du brauchst einfach immer irgendeinen Feind. Du kannst nie stillsitzen und es gut sein lassen. Komm, wir hauen ab. Du willst Arasaka zerstören und begraben. Ich will alles. Nur nicht unter die Erde. Wir haben beide unsere Ziele. Und sie passen gut zusammen. Du brauchst Mikoshi, um dein Leben zu retten. Ist das erstmal erledigt, mache ich den Laden platt. Wo wir wieder bei deinem Kreuzzug gegen Mikoshi und das System wären. Okay. Ich sag dir, warum ich Arasaka stürzen will. Aber nur einmal. Willst du es hören?
Schieß los. Ich habe erlebt, wie Konzerne den Bauern Wasser und Land geklaut haben. Ich musste mit ansehen, wie sie Night City in einen hoffnungslosen Ort voller zerstörter Träume und leerer Taschen verwandelt haben. Konzerne kontrollieren uns, nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Hast wohl recht. Da kann ich nicht widersprechen. Wie? Ich erkläre doch keinen Krieg, weil mir der Kapitalismus auf den Sack geht. Oder ich längst vergessenen Zeiten nachweine. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg gegen ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Ein Kampf gegen das ganze Scheißsystem der Entropie. Kapierst du's nicht? Ich tu, was sein muss, um die aufzuhalten. Wenn ich töten muss, töte ich. Und wenn ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir, verdammt nochmal. Johnny, ganz ruhig. Wir müssen... Scheiße, verdammte, verfickte Scheiße! Johnny! Du kapierst es nicht. Aber das wirst du noch. Pass doch auf! Top. Oh, Metamorphose. Shit. Okay. Das war wahrscheinlich zu viel am Ende, hä? Also der Typ war mega nervig. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ich bin sofort wieder da. Einen Moment bitte. So, ich glaube, ich muss mir eigentlich mal angewöhnen, so Pause zu machen, dass ihr es einfach gar nicht merkt, oder? Das wäre, glaube ich, anständiger oder professioneller. Ja, also wir haben Metamorphose mehr bekommen. Scheiße. Wenn du zu Silverhand wirst, werden deine Erinnerungen... Scheiße. Also wir hätten den ausbremsen sollen gerade eben. Kann man noch laden? Das fände ich eigentlich ganz... Ah ja, guck mal hier. Guck mal. Dann laden wir nochmal. Und unterbrechen den kurz vorher. Also ich möchte ja nicht zu ihm werden. Ich möchte ganz gerne, dass wir gemeinsam... Also entweder möchte ich peaceful... Welches Problem ist? Du warst... Ich bin schon 15. Immer. Forget it. Okay, dann ist es auch egal. Aber den Dialog ganz kappen will ich auch nicht, weil grundsätzlich finde ich, ja... Wir wollen ihn ja verstehen. Wir wollen ihn ja nicht komplett abblocken. Nee, gut. Und Arasaka ist nun mal wirklich das größte Arschloch ever. Ja, wir machen direkt weiter mit The Space in Between. Das würde ich jetzt auch tatsächlich noch mit reinpacken. Zumindest teilweise. Wir können ja auch dann irgendwann unterbrechen. Aber ich möchte schon ein bisschen damit anfangen, weil es ja schon storytechnisch noch zusammenhängt. Zum Beispiel der Anruf bei Judy. Tatsächlich an. Hab doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Und? Hast du was rausgefunden? Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie an einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig Street. Scheiße, wie, der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie? Bis später. Ah, wir müssen nach unten. Ich verstehe das Problem. Okay. Ja, wir müssen mal aufpassen jetzt mit dieser Metamorphose. Ich muss das beobachten. Ich weiß halt nicht, welche Konsequenzen das hat. Im Idealfall haben wir natürlich ein Ende, in dem wir mit Silverhand gemeinsam glücklich in unserem Körper leben. Weil ich habe nichts dagegen, wenn er hier und da mal erscheint. Der darf uns halt nur nicht einnehmen.
Na, keine Ahnung, wir müssen mal gucken. Oh, meine Lieblingseinkaufsstraße. Ich gebe zu, der Ort hat was Besonderes. Ist das hier mehr nach deinem Geschmack als das Klotz? Hey, wenigstens weiß man hier, was man kriegt. Ist schon cool. Wie gesagt, also Keanu Reeves, Silverhand, super. Ist das hier alles verdreckt, ey. Das ist gechippt. Scheiße, echt? Sie, Standardausstattung, aber sie funktioniert. Wollte er echt kein Geld? Nada? Nicht mal in Rat? No future. Ach du Scheiße. Raytracing? Leckeres Ding. Wenn du Befriedigung suchst, könnte ich dein Mann sein. Ich habe was zu erledigen. Deshalb bin ich hier. Also lass mich durch. Fick dich selbst und wir sind beide glücklich und zufrieden. Wieso gleich so gereizt? Ich habe doch nur Spaß gemacht. Dann gut. Lass sie durch, Sludge. Scheiße. Nee, ich will lieber hier leben. Nur nicht das Licht ausmachen. Sommer bedeutet Regen, dann muss ich die ganze Zeit im Keller hocken. Tod. Oh, du mitleidiges und holdes Wesen, das durch die purpurdunkle Luft uns aufsucht, die wir mit blutigem Rot die Welt gefärbet. Wenn gnädig uns das Welt als Bloodlust. Scheiße. Hey, fass sie nicht an! Wirst du aber, wenn jede Mox der Stadt in diesem Drecksloch aufkreuzt. Was hier los? Was hier los? Dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Und lass mich in Ruhe! Schon klar, jeder hat mal genug. Zahl mir deine Schulden zurück und du kannst dich in sonnigere Gefilde verpissen. Wie? Hey. Oh! Hallo? Stell dich gefälligst an. Hey, verdränge es nicht. Pflanz deinen Arsch hin und warte, bis du dran bist. Hi. Dieser Fingers, kennst du ihn? Hab schon von ihm gehört, ja. Zum Beispiel? Seine Hand rutscht wohl gern aus. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie wie. Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Nach dem Überfall war Evelyn eine Weile bei den Mox, oder nicht? Ja, war sie. Warum zum Teufel ist sie dann zurück ins Clouds? Dachte, da wäre sie sicherer. Weiß Gott warum. Hab versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollte nicht auf mich hören. Denen geht's allen nicht so gut, kann das sein? Komm schon, wie? Schon mit Fingers geredet? Schön wär's. Bei dem wartet man länger als bei den besten Ärzten der Stadt. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Warum ich? Glaub nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach. Oder schlag was Besseres vor. Meinst du, die halten Evelyn hier irgendwo fest? Dann würden wir sie wenigstens so schnell wie möglich finden. Andererseits, hoffentlich nicht. Wer weiß, was dieser kranke Penner mit ihr angestellt hätte. Evelyn bedeutet dir echt viel, ha? Huh? Und wie genau bist du zu diesem Schluss gekommen? Als du wusstest, wo sie ist, warst du kaum noch zu halten. Wenn du Evelyn erstmal gut kennst, willst du sie nie wieder loslassen. Du hast mal im Clouds gearbeitet?
Nicht als Puppe, als Tunerin. Zu der Zeit habe ich F, Tom und die anderen kennengelernt. Ach, okay. Hi. Hast du hier eine Frau mit blauen Haaren gesehen? Hatte einen Puppenchip. Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Fingers hat auf jeden Fall an ihr gearbeitet. Ist sie noch hier? Keine Ahnung, musst du ihn fragen. Meine Freundin hier, sie ist in echt dreckiger Verfassung. Können wir vor? Ausnahmsweise. Klar, Süße. Geht ruhig vor. Hey, hey, Moment mal, langsam. Der ging's doch eben noch gut. Hat ihren Stolz, lässt sich ungern was anmerken. Jetzt mach mal der Los, komm, gehen wir. Mund auf. Wie sieht's jetzt aus? Alles ist so verschwommen. Die letzte Besitzerin der Gesichtsplatte hat ein längeres Gesicht. Die Ränder ziehen an deinen Sehnerv. Keine Sorge. Du wirst dich dran gewöhnen. Ich glaube, wir können. Gehen Irgendwann. Wir rein? Okay, ich glaube, ich habe gerade unnötigerweise die Tür noch aufgebrochen und habe deshalb gesehen, wie er noch da... Okay. Ja, bitte. Wie kann ich helfen? Ich bin sofort da. Unsere Scanner sind noch nicht so richtig toll, ne? Kann das sein? Hast du eine Minute Zeit? Eine Minute. Das ist alles? Deine saftigen Lippen könnte ich stundenlang, ach was, tagelang angucken. Aber ich habe zu tun. Seid ihr Tiger Claws? Ich habe all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mox. Mox? Sag das doch gleich. Also, was führt euch her? Holy shit. Wissen diese Mädchen, dass du defekte Implantate einbaust? Du nennst sie defekt. Ich nenne sie die Besten, die sie kriegen können. Hm? Was kriegst du dafür? Was immer sie mir bieten können. Und sie haben immer ihr zu bieten. Du bist so ein Drecksack. Abschaum! Was wollt ihr zwei? Hab gehört, du hilfst den Mädchen aus der Gegend. Kinder spielen nicht gerne mit kaputten Spielzeugen. Wenn die Haut schlabbert, die Löcher ausleiern und die Implantate nicht funktionieren, dann... Nun, du verstehst. Wer für Ware bezahlt, will gute Qualität. Das Einmaleins des Konsumismus. Ich bitte dich. Auf Schrottplätzen gibt es bessere Qualität als hier. Evelyn Parker. Ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so. Ich widme mich mit Leib und Seele jeder Einzelnen. Ich bin doch kein Metzger. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Umschmeichelt, gelobt und gestreichelt werden. Sich fühlen, als ob sie etwas wert sind. Natürlich, ich kann mich nicht an alles und jeden erinnern. Ich würde euch nicht mal an so ein exquisites Exemplar wie Dave. Bitte, setzt euch auf eure exquisiten Hinterteile. Forrest, sagt dir der Name was? Nein. Sie nennen ihn Woodman, arbeitet im Puppenhaus. Du hast mit ihm geredet? Ich stelle hier die Fragen, du Luder. War es Woodman, der dich mit Evelyn bekannt gemacht hat? Bekannt gemacht? Interessante Wortwahl. Hat sie quasi auf einer Bahre reingerollt. Sie war weggetreten. Ich wollte gar nicht glauben, dass sie nicht tot ist.
hat ihren Namen nicht erwähnt. Also habe ich sie Puppe genannt. Die arme Kleine. Ich wollte ihr helfen, wirklich. Aber diese Einrichtung ist nicht gerade gut ausgestattet. Du meintest, du konntest ihr nicht helfen. Was stimmte denn mit ihr nicht? Also, wenn ich das wüsste, würde sie sicher fröhlich strahlend hier stehen. Das Instruktionsregister auf ihrem Chip war total verkohlt. Hab sie ausgetauscht. Hat nichts gebracht. Der Schaden kam von einem Netrunner mit Malware Marke Eigenbau. Ja, klingt plausibel. Komm zum Punkt. Den Punkt? Ah ja. Nun, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie ist. Schluss mit den Scheißlügen! Was hast du, Freak, mit ihr gemacht? Entweder legst du dieser Kreatur einen Maulkorb an, oder du schläferst sie ein. Mit ihr im Raum kann man sich nicht unterhalten. Du bist ein Abschaum. Erbärmlich. Überflüssig. Ich bin so kurz davor, dich einzuschläfern. Zwei Beefer aus einem BD-Studio haben sie. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Bitte, bitte. Ich will Details, verdammt. Welches Studio? Sie haben was von einer Motte geredet. Virtus mit der Todesmotte. Meinten, sie wäre gut für die Motte. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Okay. Aber die nehme ich noch mit, Junge. Ich habe sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Keine Angst, wir finden sie. Ganz sicher. Wir finden nur, was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey, reiß dich zusammen. Willst du jetzt aufgeben? Nein. Unsere einzige Spur ist ein XBD. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was? Irgendwas, egal wie unwichtig es scheint. Hör zu, in dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber XBD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssen das echte Vollidioten sein. Alles und jeder hinterlässt Spuren. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Glück bin ich mit der besten BD-Spezialistin der Stadt unterwegs. Das sind zwei Expertenaugen mehr. Na schön, deine BD-Spezialistin hat eine bessere Idee. Pleasures of Night City, eine Domain mit einem Ableger im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. Und jetzt lass uns bitte hier abhauen, bevor wir... Nachdenken. Ich kenne einen Fixer in Westbrook. Ich frag sie mal. Wie? Fixer verteilen keine Gratisproben von Informationen. Ich habe ein paar Dinge für sie gemacht. Sie schuldet mir nichts, aber mal sehen, was sie zu sagen hat. Ich versuche in der Zwischenzeit, was über die NCP-Domain rauszufinden. Ich warte im Van. Oh Mann. Ja, wir können die gerne besuchen gehen. Die ist ja sozusagen die Ecke rum.
Große Frage ist gerade nur, wir haben schon wieder die Aufgabe gewechselt, ne? Disaster Prize, die Disaster Piece, also Disaster Teil anstelle von dem anderen vorhin. Hey yo, willst du uns abzocken oder was? Da fehlen 4 Beutel, Mann! Er hat Pablo mir nicht gegeben. Wenn's euch nicht passt, macht das mit ihm aus. Ich rede aber nicht mit Pablo, sondern mit dir. Das bedeutet, du und ich, wir haben ein Problem. Ich könnte die Straße mit deinen Eingeweiden pflastern, aber ich will erst, was mir zusteht. Versuch's doch! Na los, Junge! Sie hat eine Waffe. Suche jemand anderen aus. Danke. Okay, wir gehen mal zu Wakako. Die ist ja hier direkt in der Nähe. Hey, was gibt's zu besprechen? Wie geht's, Wako? Ist das ein Vorspiel für irgendeinen abgefahrenen Gefallen, um den du mich bitten willst? Was? Niemals. Was denn nun? Wenn das so ist, mir geht's fantastisch. Nett, dass du fragst. Und dir? Ich suche einen Braindance. Einen bestimmten? Das Logo auf der Hülle ist eine Todesmotte. Wow. Du bewegst dich auf dünnem Eis. Sei vorsichtig. Weißt du, wer sie macht? Wo sie gedreht werden? Weißt du, was ein Fixer macht? Ich erklär's dir gern. Ich bringe Geschäfte über die Bühne. Und ganz nebenbei kann ich das Unmögliche möglich machen. Und das wäre? Sicherstellen, dass sowohl der Käufer als auch der Verkäufer und der Mittelmann nicht nur im Geschäft, sondern auch am Leben bleiben. Punkt. Frag mich also nie wieder wer, wie, was, wieso, weshalb oder warum. Kannst du mir so eine Aufnahme besorgen? Nein. Aber ich weiß ziemlich genau, wer es kann. Ja? Wer denn? Gibt einen Laden an der Jig-Jig Street. Hat eine Büchse der Pandora voll Dreck. Frag den Besitzer. Danke, Bako. Okay. Ich denke mal, das war's wert, oder? Wir haben Infos. Also die Jig-Jig Street ist so richtiger Abschaum, oder? Hey, hast du heute Nacht ein bisschen Gesellschaft? Nein? Ich weiß, das verwandelt deine Pussy in einen Wasserspender. Hast du was Interessantes für mich? Mit einer Motte drauf. Das hier, ist das eine Todesmotte? Ich kann es nicht erkennen. Ich suche nach was Speziellem. Ein Braindance, um richtig... Was Dreckiges? Nein, noch härter. Gibt's hier nicht. Aber da ist ein Typ an der Jig-Jig Street, der eine Menge Abgefahrenes hat. Und zwar richtig abgefahren. Okay, ich dachte, das hier wäre so ziemlich das Abgefahrenste. Hi. Ich suche nach Rohmaterial, ungefiltert. Bei mir kriegst du nur ungefiltert.
komme ein andermal wieder. Sonst kaum erwarten. Was ist mit dir? Kaufst du was oder willst du nur wie ein Undercover-Bulle rumstehen? Was hast du? Virtus. Auch spezielle? Sagen wir es mal so. Wer das weiß, muss nicht fragen. Ich suche BDs, der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Wenn ich eine Bulette wäre, würde ich dich jetzt schon für den letzten Verkauf abführen. Schon gut, schon gut. Man kann nie zu vorsichtig sein. Was willst du? Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einer Feinschmeckerin zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Wie steht's um einen Neukundenrabatt? Rabatt gibt's nur für Stammkunden. Wenn du pleite bist, verpiss dich. Ich bin keine Feinschmeckerin, glaub mir. Ja, klar. Ich muss nur wissen, wer sie macht. Und wo. Hör zu, ich verkaufe das Zeug nur. Ist ein netter, ruhiger Job. Rück Eddies raus, dann kannst du dir was aussuchen und von mir aus analysieren. Wo hast du die Aufnahmen her? Ich dachte, du bist kein Bulle. Bin nur neugierig, mehr nicht. Deine Neugier wird garantiert gestillt, sobald du die Ware hochfährst. Die Leute, die sie machen, besessen von ihrer Anonymität. Kann ich mir vorstellen. Ich hatte nie das Bedürfnis zu fragen, wo die herkommen. Und genau deshalb lebe ich noch und kann mir jetzt von dir Löcher in den Bauch fragen lassen. Hast du was Interessantes für mich? Boah, der hat hier richtig gute Komponenten da. Naja, 1000 geht ja. The hardest no... Frittierte Todesmotte. Säurebad. Keine Gliedmasse. Keine Arme, keine Probleme. Härteste Disk. Foltermix. What the fuck? War mir ein Vergnügen. Tschüss. What the fuck? Das war wieder genug, sechs für eine Aufnahme, oder? Ach ja, die fliegenden Handys, das müssen die wirklich noch fixen. Schicker Van. Vorbereiten. Aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Kann losgehen. Will ich das sehen? Alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen habe. Ist das jugendfrei? Hallo, 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 hallo. Alarm, Alarm. 18, Alarm.
Waren das gerade die Knochen? Hallo? Oh Gott. Ja. Scav sein. Sonst zieht sich niemand so an. Netrunner. Eine Scav-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch XBDs drehen und nicht nur Leute ausweiden? Wenn du nichts Nützliches siehst, versuch die Ebene zu wechseln. Ja, ja. Gewöhnliche Kiste. Decker Tanaka in Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Vor kurzem bestellt. Electric Corp Logo auf den Overalls. Ach, da hängt ein Laborkittel, okay. Dickes, hitzebeständiges Material, Uniform eines Kraftwerkmitarbeiters. Dieses Zünd-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Mhm, Backeslice. Der Kaffee war kalt. Vielleicht ein Tag alt. Aber die Pizza sah gut aus. Also kaufen Sie regelmäßig bei Backeslice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks oder der frischen Zutaten macht. Niemand schleppt die Pizza durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp Kraftwerk bei einem Backeslice. EC hatte mal ein riesiges Gelände in Charter Hill. Backeslice gibt's da auch. Aber bist du dir sicher? Okay, vielleicht waren es ja doch nicht seine Knochen. Es sah auf jeden Fall mega ekelhaft aus. Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Los, wir müssen dahin. Ist es ein Hologramm? Eine ja, fahren wir zusammen? Nein, Freunde, die Sonne scheint. Okay, auf geht's. Also, dann mal los. Stöpselt euch aus, geht raus und genießt das echte Wetter. Werd die Bilder nicht los. Aus der Todesmottenwirte, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssen total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Oh Mann. Ja gut, also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass unsere gute Evelyn noch lebt, oder? Ja, aber ich sag mal, selbst wenn wir die jetzt finden, so wie ich das so jetzt... Ich meine, ne, jetzt nicht gemein gemeint, klar, ich kann Julia verstehen, aber ist das denn nicht so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt noch Erinnerungen hat, eigentlich gleich null sind? Ich meine, die war voll Crash.
die war ja komplett kaputt, ne? Also die wurde ja da in den in Clouds komplett durchgebrannt. Und er hat's ja, also, und hier, Fingers hat ja gar nicht geschafft, die zu flicken. Dann hat er die verscherbelt an die BD-Typen, die die doch wahrscheinlich einfach nur gequält haben, oder? Ich will Judy echt nicht enttäuschen, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass die noch am Leben sein könnte. Nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was habe. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Kleine Warnung, sieht brutal aus da drin. Na und? Wenn du denkst, dass mich das abhält, hast du dich geirrt. Okay, dann mal los. Oh je. Sieht aber richtig aus. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle eine kurze Pause und beim nächsten Mal erfahren wir, ob wir es schaffen, Evelyn zu retten und vor allen Dingen, ob sie sich tatsächlich in diesem alten Kraftwerk aufhält. Ein gemeiner Cut, ich weiß, aber ich muss mich genauso wie ihr gedulden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Cyberpunk 2077. Ciao.